Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, wir machen am Wochenende ja mit Freunden Picknick im Park. Gute Idee. Ja. Man hockt in einem Ameisenreservat wie ein arbeitsloser Klimakleber. Wegen der Boombox-Lautstärke-Challenge nimmt man die Vögelchen im Park nur wahr, wenn sie einem von oben das Nudelsalat-Dressing spendieren. Und weil der Lieferando lurch aufgrund von dichtem Shisha-Nebel zum dritten Mal mit seinem Fatbike über die Picknickdecke gondelt, rammst du dir vor Schreck den abgebrochenen Zinken von der Plastikgabel in den Gaumen. Da sagst du doch nur noch, kommt ihr Zecken, saugt meine kraftlose Hülle aus. Ich hab's eilig, ich will ins Reich der Toten. Einmal die vier und die Picknickdecke hier. Momentchen mal bitte. Stefan, das Einzige, wovor ich vielleicht etwas Schiss haben könnte, ist versehentlich in eine Spinnwebe zu laufen. Das sieht dann bei mir immer aus wie eine Bewerbung für ein Riverdance-Musical. Dann werden ja jetzt fast alle Picknick-Highlights genannt. Also der größte Stadtpark in Deutschland ist übrigens mit 3,7 Quadratkilometer der Englische Garten in München. Ich liebe Picknick machen. Merkt man, Anke. An meinem Sortiment? Nee, mit deinen Preisen setzt du dich doch auch gerne in die Nesseln. Macht 9.387 Euro, sammeln Sie Schlosspark-Biebrich-Punkte, haben Sie eine Bergpark-Wilhelmshöhe-Card oder sind Sie im Jurassic-Park-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Läuft bei dir. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.